In diesem Video möchte ich euch mal zwei verschiedene Crimp-Methoden vorstellen und auch miteinander vergleichen. Das ist jetzt kein Anleitungsvideo, man erkennt auch manchmal nicht besonders viel auf dem Video, aber es geht auch um was anderes. Zum anderen möchte ich noch sagen, dass ich kein besonders guter Crimper bin, also Kritik könnt ihr natürlich trotzdem üben in den Kommentaren, wenn euch was aufgefallen ist. Grüße gehen hier auch an Wolfgang, bei dem ich mir zumindest ein bisschen das Crimpen abschauen konnte. Die eine Methode, die es gibt, ist die High-Rose-Methode. Da habe ich jetzt hier die Crimp-Zange auf dem Tisch liegen mit den grünen Griffen. Und den Stecker halte ich auch mal in die Kamera. Bei dem fällt auf, dass der halt eine Schirmung hat und eine metallene Zugentlastung. Die andere Methode ist die Pass-Through-Methode und bei dem Stecker fällt auf, dass der vorne offen ist. Hier ist die Zugentlastung auch im Stecker integriert. So, genug geredet, wir fangen jetzt mal an. Dabei messe ich die Zeit. Bei der normalen High-Rose-Methode muss ich das Kabel abisolieren und entdrille die 8 Adern. Ist das passiert, müssen die Adern in eine Einfädelhilfe und dann muss ich die in den Stecker stecken. Und genau da fängt bei mir das Trauma immer an. Entweder ich schaffe die nicht richtig in den Stecker zu stecken oder die liegen vorne nicht alle richtig an. Oder es sieht so aus, als würde es irgendwie gut aussehen und ich krimpe und auf einmal haben die dann trotzdem keinen Kontakt. Also ich versage regelmäßig mit dieser Methode. Auch hier im Video sieht man ja, dass ich es nicht geschafft habe. Ich habe zweimal versucht, das einzufädeln und bin jedes Mal kläglich gescheitert. Man sieht es ja auch, die blaue Ader ist abgeknickt, die ist nicht richtig reingegangen. Ich habe es dann noch ein zweites Mal versucht, allerdings habe ich dann irgendwann entnervt aufgegeben. Das war bei 7 Minuten und 30 Sekunden. Natürlich, ich kann schlecht krimpen, aber genau dafür ist ja jetzt das Video auch gemacht und ich habe es am Ende nicht geschafft, das Ganze zu krimpen. Tut mir leid, wenn ich euch das nicht zeigen kann, aber ich war wieder mal genervt gewesen. Jetzt kommen wir zur anderen Methode und zwar der Pass-Through-Methode. Auch da geht's quasi gleich los. Das Kabel wird abisoliert und ich entdrille die 8 Adern wieder. Und jetzt kommt der Clou, die Einfädelhilfe ist quasi der Kopf selbst. Allerdings habe ich hier, sieht man vielleicht, auch ein bisschen länger abisoliert, um mir es jetzt einfacher zu machen. Ich fädel also jetzt die 8 Adern schon mal direkt in den Kopf ein. Wenn ich die dann alle eingefädelt habe, vertrille ich die nochmal ein bisschen, da kriege ich es leichter in die Zange rein und ziehe vor allem das Kabel komplett in den Stecker rein. Brauchen wir dann für die Zugentlastung. Ist das passiert, nehme ich die Crimp-Zange, da ist so eine Guillotine vorne dran, die schneide die Kabel dann ab. Verbraucht habe ich jetzt hier 3 Minuten und 33 Sekunden. Allerdings müssen wir da nochmal 13 Sekunden abziehen, denn ich musste noch den Stecker im Nebenzimmer holen. Den hatte ich mir vergessen bereitzulegen. Also bin ich bei 3 Minuten 20 Sekunden für die Methode. Und da habe ich eigentlich immer eine Garantie, dass es funktioniert. Da kann ich am Schluss auch nochmal kontrollieren, ob ich alles richtig gemacht habe und so weiter. Also, mein Favorit ist ganz klar die Pass-Through-Methode. Die würde ich jedem empfehlen, der zumindest damit anfängt. Falls ein Profi hier zuschaut, freue ich mich natürlich auch über die Kommentare, was ich so alles falsch gemacht habe oder wie man es vielleicht auch mit der High-Rose Methode besser machen kann. Ja, ich kann das nicht so richtig beurteilen, bin da kein Experte. Auf jeden Fall reicht es für meine Zwecke völlig aus, diese Pass-Through-Methode zu verwenden.